Hallo, liebe Freunde, ich werde euch heute eine Überraschung bieten, denn ich habe ein Geburtstagsgeschenk bekommen und dieses Geburtstagsgeschenk besteht aus einem Klavier. Ja, ein Weihnachtsgeschenk, Papa! Was habe ich gesagt? Geburtstagsgeschenk! Ach, ein Weihnachtsgeschenk, natürlich ein Weihnachtsgeschenk. Ja, und das ist ein Klavier. Ja, das habe ich hier auf dem Schoß. Das ist erstaunlich. Aber nein, es ist ein Klavier mit einem Teacher dabei. Man kann das Ganze sehr gut als Tutorium benutzen. Ich werde es euch mal zeigen. Hier ist es schon, das Klavier. Und das Ganze ist an einem iPhone angehängt. Das heißt, auf dem iPhone ist mein Lehrer. Und der lehrt mich, was ich machen soll. Ich werde euch das mal zeigen. Okay, also, ich brauche eigentlich nur hier drauf zu drücken und schon kann ich es spielen lassen. Genau. Ja, und so kann man das dann benutzen. Man kann die Akkorde ausblenden oder auch nur die normalen Tasten drücken. Es geht alles, ist mit dem Lehrer möglich. Den Lehrer kann ich euch zeigen. Jawohl. Hier. Er wird uns jetzt zeigen, was er machen will. Mit diesem wunderbaren Gerät habe ich schon ein Lied einstudiert, nämlich Happy Birthday, zu jeder Gelegenheit zu benutzen. Okay, Augenblick, es wird gleich von mir gespielt. Dies ist erstmal die Vorlage des Gerätes. Ja, das klingt ja schon gut, aber jetzt muss ich es nur noch üben. Und dieses Üben geht so. Ja, das klappt doch schon ganz gut. Da fehlen noch ein paar Noten, beziehungsweise mein altes Gehirn ist natürlich nicht mehr so wendig, dass man sich das alles so merken kann. Aber ich denke, für die Älteren unter uns ist das ein schönes Übungsgerät. Und wenn man sowieso schon ein iPhone sein eigen besitzt, dann kann man es also wirklich als kleines Übungsgerät mal so als geistiges Training benutzen. Also, dann viel Spaß. Beziehungsweise, ich werde es haben. Tschüss!